Hallo, mein Name ist Lukas Scheinecker und ich präsentiere euch heute den neuen Airwheel Q5 Mars Rover. Ja, das Airwheel Q5 Mars Rover fährt sich am besten auf wirklich sauberen Ebenen. Wichtig beim Mars Rover fahren ist, dass man seine eigene persönliche Geschwindigkeit entdeckt. Der Mars Rover Q5 ist kein Rennfahrzeug und es dauert auf jeden Fall eine Zeit, bis man seinen Stand in den Füßen gefunden hat. Balancegefühl entwickelt man beim Mars Rover Q5 in jedem Fall. So schnell geht's nämlich. Der Mars Rover ist für mich ein Trainingsgerät für den Körper. Ich bin mit der Akkuleistung und der Batterie sehr zufrieden. Das Gerät ist ziemlich stark und hat mich auch schon über Steigungen getragen, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Dabei hat er noch ein moderates Gewicht, auch wenn ich ihn über längere Strecken lieber ziehe als trage. Zum Gurt. Den Gurt abzunehmen empfiehlt sich meiner Ansicht nach keinesfalls. Es ist wie ein Sicherheitsgurt, den man hat, aber ein Sicherheitsgurt, der das Gerät nicht unkontrolliert durch den Raum fliegen lässt. Gefährlich bei den Unebenheiten sind vor allem die Seitenwellen, die die Räder in instabile Positionen bzw. auch in direkte Zwirbel bringen können. Das Airwheel Q5 ist eine geniale Transporteinheit, die ich gerne jedermann weiterempfehlen möchte.